Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier gerade auf dem Marsch, Version 2.5. Ja, ich fahre jetzt auf Feld Nummer 17 und werde dort nach der Reparatur des Traktors und der Sägeräts die Kind fahren. Entschuldigung, auch voll getankt. Ja, dann geht's letzter Felder Raps Aussaat und dann müssen wir sehen, dass wir alle die Felder mal kalken. Ne? Vielleicht auch Gärres auf mal sehen. Ich bin ganz sicher, es geht Sinn macht und dann nachher Nachrichten. Jo, das ist die neue Aussaat und Getreide kommt nachher darauf, wo Hopfen jetzt aktuell ist. Oh ja, Hopfen, genau. Macht die nächste Jahr auch immer Felder kaufen. Ne? Ja, das ist das nächste Ding. Wir müssen mal Hopfen drauf. Ne? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Hopfen auf jeden Fall, das reicht sowieso nicht. Also, Hopfen ist dermaßen Mangelware, da reicht die hinten nicht vorne. Ja. Ist halt so, ne? Hier ganz kurz. Kursgenerierung, 17. Zwei Vorgewände und kurz generieren und einstellen. Ich mach kurz rein. Ja, das ist extrem. Ja, ist nichts da, ne, am Dünger, ne? Gut. Ja, nicht gut. Ja, ich könnte ja nächstes Jahr Geld hätten, ne, also. Das heißt, Geld ist ja im Grunde kalten können wir auch morgen, ne? Ich sehe mal zu, dass wir jetzt was verkauft kriegen, und zwar wir fahren von hier mal Richtung Brauerei. Hier sind die Saal-Elage-Verarbeitung da. Mit Glück müsste hier auch fertig sein. Also die Wiesen sind mit durch, mit Dünger. Und Kalk haben die auch vorher gekriegt, soweit ich weiß. Ich werde jetzt vorne rechts. Im Grunde warte ich Regen, ne? Dass wir da ein bisschen, ja, viel Knöpfe hier, ne? Ja, ob da so gut ist. Ja, der Hopfen, der muss noch, da muss ich noch etliche, ja, wohin Hopfen anfangen? Ne? Gute Frage. Die Teile, da habe ich natürlich auch nicht viel, muss man dazu sagen. Also das ist auch, aufgrund der Fruchtfolge ist es so, dass ich da jetzt nicht so viel habe. Muss ich mir hier Flächen dazu kaufen. Mal sehen, was ich mir jetzt an Geld verdienen kann für die nächsten Tage, weil das zu viel Bier wird da sein. Das wird da jetzt nicht so aufs Lach. Ja, Raps aussehen ist jetzt nicht Blödsinn. Das reicht aus normalerweise. Die fördere ich jetzt mal rein. Zuckerverkauf wird auch ein bisschen Geld einbringen. Der ist auch fleißig bei, die Produktion. Bäckerei, da wird noch nichts, da wird noch zu wenig. Und Mehlfabrik ist auch noch nicht, also die Mühle wird auch noch nicht kaufbar sein. Macht auch keinen Sinn, wenn wir keine Rohstoffe haben. Beziehungsweise zu wenig, also Bier wird es reichen. Aber für Mehl denke ich mal eher nicht. Bäcker war auch in Früchte, das heißt, wir müssen Gewächshäuser anbauen. Malz können wir gleich dahin bringen, ne? So. Ja, schön gewachsen. Reif. Im Wachstum, alles perfekt. Ja, das gibt doch reichlich Frucht, ne? So, Weizen, Gerste, das alle. Aber wir haben jetzt Malz genug da. Mal normale Größe machen. Also Weizen, Gerste kann man ja hilfreich werden. Malz, Maximum. Erzeugen. Oh, kommt das alles Schönes her. So.
Paletten sind genug da. Jetzt haben wir 7. Und ein paar Dinge erzeugen, dann müssen wir nicht auf den herfahren, ne? Ja. Maximum erzeugen. Erzeugen ist gut, ne? Den Rest machen drinne. Und den werden wir entsprechend noch. Oh. Ich glaube, der ist voll. Ja. Das ist nicht nur so. Ich glaube, das ist so. NF Malz. Ja, das passt, ne? Ja, Leerpaletten ist da auch noch nicht voll. Aber Malz war hier, oh, es ist fast alle, ne? Irgendwo ist noch alle, das ist uns jetzt schon weg. So. Gucken wir mal, was da alles aufnimmt. Bis, die letzten Pfeile sind nicht drin im Trigger. Dann warten wir einen Augenblick. Dann nehmen wir auf und dann mal hinstellen. Ne? Ist teilweise eine Wand drin. Dafür gibt es ja kein Geld. Ne? Dafür gibt es ja der Bier. Ne? Und Bier können wir kaufen und gibt es dann entsprechend Moneten. Ne? Die 4 da hinten, die 4, die 8 nehmen wir da wieder auf. Geht jetzt ziemlich zügig. Guck gerade auf Geld. Geld kommt ja nicht. Logisch. Haben wir gut produziert. Die 2 hängen in der Luft. Einer. So viele waren es. So. Nimmt alles auf. Okay. Guck mal nach hier. Bier ist voll. Mensch, Junge, Bier so viel. Gerste ist voll. Leerpaletten. Da können wir hier gleich mal automatisch erzeugen. Jetzt kann sie wieder arbeiten. Oh, hat nicht gearbeitet. Oh, Flaschen. Im Grunde wäre das normalerweise eine Brauerei und Abfüllanlage in 1. Das ist genauso wichtig. Der Bierpreis halt stimmt? Ich weiß nicht. Also früher habe ich mal als Lehrling mal in der Brauerei, hast du gearbeitet als Maurer von der Baufirma aus. Wir hatten da einen Auftrag gehabt. Also gesehen, da haben sie gesehen, jeden Tag haben sie palettenweise Knaps, LKW war verladen und komplett überall hingefahren. Nee, Wahnsinn. Das war früher so der Renner, Schnaps. Fabrik. Wir haben das gemischt, hergestellt und das ist gut. Das ist nicht so gut. Eine Platte immer ist doof. So, ich muss ein bisschen anders anfahren. Und die wieder voll kriegen. Die Kollegen sind ein bisschen, naja, die geklaut haben sie nicht in dem Sinne, das haben sie nicht nötig gehabt. Freitag kam immer die Chefetage und hat immer angeboten gehabt. Also wirklich, so, mehr Gegner. Ja, der hat echt. Also, wir haben literweise
bekommen. So gleich mal nebenan rüberlaufen zur Fässer und da mal auslagern, dass sie die auch produzieren können. Gleich mal einen Blick riskieren auf Wasser. Wasser ist dreiviertel voll. Da können wir auch bald wieder losschicken. So. Maximum, und da war aber noch nicht ganz voll. Was hat denn da gefehlt? Malz vielleicht, ne? Naja, hier fast. Kommen wir nächste Runde. Da können wir noch ein bisschen was fällermäßig kaufen. Und Schulden zurück so. Wird eng. Wird sehr eng. Aber wir kommen rum. Der LKW ist vorne ein bisschen lang. Und Malz geht nicht komplett rein. Glaubst du nicht. Ist doch noch zu stehen. Wo verkaufen wir das? Wo verkaufen wir das? Bier. Mehl, Salat, Pilze, Bierfass. Ach je, mein je. Das sind echt miserable Preise. Lidl. Bierfass bringt auch nicht viel. Das haben die gerochen, dass unser Lager voll ist. So, Deckel zu. Auf geht's. Blocking. Einer ist fertig. Und der andere. Jo. Ist wahrscheinlich der Mist beim BGH voll. Auf Stufe 1. Na klar, das ist nicht gehen. Oh, der LKW macht Probleme mit unserem Mod. Der mag das nicht. Normalerweise müsste er nicht klarkommen, normalerweise. Ne? Ja, voll. Wie gesagt, die Jungs lenken da ein bisschen schlecht. Da muss man sehen, dass wir es anders kriegen. Also kurventechnisch ist es kein Vergnügen, mit diesem Mod hier zu fahren. Der unten rechts grüne anzeigt, wo die Reifen im Prinzip jetzt durchdrehen. Ne? Ja, da kann ich gleich das Geld ausgeben für den LKW neu. Tatra, der läuft ganz gut damit. Langsam geht es einigermaßen. Fleisch, wir haben auch genug Paletten, Kartons da, das reicht. Das ist Toilettenpapier haben wir noch da, Klopapier noch verkaufen. Ansonsten viele Butter und Butterprodukte, Milchprodukte, also wie jetzt Vollmilch, Sahne, Quark, das haben wir auch noch da. Wenn wir ganz kurz einen LKW kaufen. Und die Ecke ganz vorne rumfahren, ja genau, da ist ja genau am. Ja, wie gesagt, wir haben das so viel. Die ganzen Düngefahrzeuge muss ich noch ein bisschen ein
nachdüngen lassen, kann man sagen. Ein großes Feld, ein ganz großes, dann wäre es einfach. Ne? Dann werden wir einfach eingestellt, abholen, da und da und dann, so, dann wäre er wochenlang laufen müssen können. Ne? Hier die neue Landula-Karte hier, 16-fach habe ich gesehen. Da ist ein Feld bei, da ist ja, da kannst du ja beruhigt jo, mehrere Wochen fahren lassen. Ne? Das ist aber echt langweilig auf Dauer. Da musst du ja mit voller Jahreszeit spielen, also Maximum, also ich glaube 24 Tage. So. Oder haben wir Glück gehabt, dass er nicht runtergefallen ist. Hier alles da? Sieht so aus. So. Z. Wir müssen in den Trigger rein, ne? In diesen schwarz-weißen. Sonst wird das nichts. Sonst können wir gleich normal aufnehmen. Z. So, gucken wir ganz kurz. Geld wird mehr. So. LKW. Was haben wir da? Wir haben jetzt. Ja, ob die gut sind. Ich weiß, dass der ganz gut lief bei der anderen Karte. Und die sind eigentlich übersteuert hier. Ich nehme den. Nehmen wir Feuerrot, ne? Felgenfarbe, Glas. Zug mal hinten, das können wir machen. Falls wir nochmal transportieren wollen mit einem LKW, so Art. Kostet hier auch kein Vermögen, ne? Gekauft haben wir ganz gut. Und Geld haben wir da. Jetzt fahren wir zum Händler und tauschen mal LKW aus. Der andere vorne ein bisschen kürzer, das wird ein bisschen leichter. Jetzt guckt hier, der hat schon bei 80% durchdrehende Reifen oder ist. Oder ja, müsste so sein, ne? Händler. Da müsste ich mal nach und nach andere LKWs testen, aber wie gesagt, das ist immer ein Haufen Arbeit. Hier passt ein roter LKW ganz gut dazu. Muss ich mal schauen. Dann wir kaufen den gleich beim Händler wieder und dann haben wir einen neuen LKW. Den Anhänger lassen wir auf der Straße stehen. Der E-Verkehr habe ich ja nicht. Das ist immer störend, der E-Verkehr. Weil die halten halt nicht an, die fahren drauf los und würden das auch im Anhänger umschubsen. Und das persönlich finde ich mal ja, nicht schön. Ne? Da, ich bin da. Gib mir gleich mal eine Zahlung. Verkaufen. Siehst du. Weg ist der Gute. Der Lulu. Schon so lange dabei. So. Mal sehen, wie der sich verhält. Prozente. Ansonsten müssen wir gucken, was du so an. Das ist ja ein Originalfahrzeug, ne? Und der ist ein bisschen kürzer. So, reifenmäßig mehr Gelände. Und
der dreht weniger durch, ne? Okay, da doch auch 80%, 90. Wir fahren zur Brauerei. Der Düngerfahrzeug ist fertig. Wir hätten da gedüngt, wo was fehlte, ne? So muss es auch sein. Wie gesagt, das war ja auch fleckenhaft gemessen. Die Bereiche, wo nicht gemessen wurde, da ist halt was gefehlt, ne? So. Ist ja auch, na gut, immer sehen, wenn er voll beladen ist. Das kann man jetzt um nicht sagen, ne? Wegen Fahrverhalten. Da muss ich auch bei den Traktoren ein bisschen mehr darauf achten, dass die auf die Felder einen Springsreifen haben. Sonst kann es sein, dass es schief geht, ne? Dass die sich eingraben in der Erde. Ja, hier muss ich noch viel nachpflanzen. Stumpen müssen noch entfernt werden teilweise. Also sehr viel teilweise, also nicht wenig. Aber wie gesagt, das ist Arbeiten für eine dunkle Jahreszeit, ne? Herbst, Winter. Hopf ist noch nicht reif. Dass hier so wenig Geld bringt zur Zeit, ist auch ärgerlich. Der hat an der Preisschraube gedreht. Immer leicht mal die Fässer. Die 20 Stück. Und los mal zurück. Und beim Drangieren ist er ja besser, weil er kürzer ist. Ne? So. Jetzt hat er Gewicht nicht zugelegt. Ja, da könnt ihr die Malzfabrik mit Schwung Dings gebrauchen, ne? Getreide, Weizen oder Gerste. Aber das wäre nicht ganz so tragisch und nicht ganz so wichtig, weil so, da sind jetzt 4 Stück fehlen noch, weil hier noch genug da ist. Hier ist voll, hier ist nur so nacharbeiten, also nachholen. Na, passe ich da durch. Oh. Schwierig. Ein LKW wird früher stehen. So, 4 Stück brauche ich. Die Kasten. So, dann lassen wir mal arbeiten, bevor wir was verkaufen. Wenn wir als nächstes Dings verkaufen, Butter. Hier muss man erstmal den Bruder deaktivieren. Den heben und werfen. Ach nun, gib nicht Gas. Habe ich einen Absturz? Schon war das sonst auch ein Folge gewesen, sein Video mein Engel. Vielleicht deswegen. Ja, also mal tschüss, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Hier Garage mit Verkauf. Ab nächstes Mal hier Butter, Vollmilch und all dem Zeug. Danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.